Hallo Leute, der AC1005 hier mit Let's Play Penumbra im Halbschatten oder Overture. Wir haben das letzte Mal sehr lange Texte übersprungen und sind hier in dieses Labor eingedrungen, haben auf dem Zettel, auf dem angeblich nichts gestanden war, einen Code gefunden oder jetzt sichtbar machen können mit Hilfe des UV-Lichts, das hier ist. Irgendjemand hat da was an die Wand gekritzelt und da ist ganz viel Blut. Und wir haben alles hier, was wir wollen und wir gehen. Bei deiner Suche nach jenen Mäuseartigen, auf der Zunge zergehenden Happen, solltest du gewisse Orte wegen der Todesgefahr meiden. Auch der Sensenmann weilt hier. Und genau wie du und ich muss er jene zu sich nehmen, die weniger glücklich sind als er. Ja, Red, du darfst ruhig weiterreden. Es gibt einen kleinen Ort, den du nicht besuchen solltest, nicht einmal in deinen Ferien, denn es ist ein dunkler, übler Ort, an dem ich gewesen bin, als die Finsternis meinen verfallenden Verstand überwältigte. Einige Bösartigkeiten strömten aus meinem Bewusstsein hervor und durch meine Feder, wobei die leuchtend blaue Tinte sich im Blutzucker wandelte. Übrigens, solltest du Hunger verspüren, Ratte in Motoröl gebraten, schmeckt vorzüglich. Red, du bist eine alte Drecksau. Wirklich wahr. Ratte in Motoröl gebraten. Igitt. Ekelhaft. Aber gut. Vorbei, Philipp. Gut. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. 1371. Zack, Tür offen. Wunderbar. Ja, Zettel mit auf denen, was mit UV-Lichttinte steht. Das sind immer schön. Oh Gott. Nicht schon wieder diese Bereiche. Alter Falter. Kaum bin ich in so einem Bereich, kommt ein Hündchen und kann Kisten verschieben. Oh fuck it. Der wird's mal wieder wissen heute. Ah, aber die Kiste hat sich jetzt hier festgekeilt. Zum Glück. Und ich kann ihn schön abmurksen, das ist sehr schön. Mein Hunger wird langsam unangenehm, aber sehr weit kannst du nicht sein. Ich bin hinter einer Steinmauer im Nordosten der Mine eingekerkert. Wie in jedem Drama gibt es viele Rollen zu spielen. Du musst den tränkemischenden Wissenschaftler mimen und den Abtrünnigen der Akte der Zerstörung planen. Auf der Suche nach den Werkzeugen, mit deren Hilfe du mich befreien wirst, stößt du eventuell auf den Ort meines letzten Mals. Sei vorsichtig, denn die glänzende Wasseroberfläche ist nicht so fest, wie sie aussieht. Der arme Red wurde fast von ihr verschluckt. Die zwei törichten Männer, die in meinen Bereich gestürzt sind, sind längst fort, aber nicht dorthin, woher sie kamen. Es gab damals reichlich Zweibeinerfleisch, aber Red versichert dir, dass der Schmaus erst begann, als die Männer stechend zu riechen begonnen hatten, der Gestank des Lebens vergangen war und nur der süße Verwesungsduft blieb. Om nom. Ja. Was ist jetzt mit dem Hündchen? Wo treibt es sich rum? Das ist die berechtigte Frage. Die Mucke ist immer noch da. Keine Ahnung, wo sich das Hündchen rumtreibt. Vielleicht will man das auch gar nicht wissen. Oh, ich höre wieder was. Ah, da kommt er. Yay! Super! Ah! Na komm. Danke. Sehr schön gemacht, Hündchen. Sehr schön. Moment, irgendwie war doch auch noch was mit denen. Ja, schon. Man kann die nämlich anzünden. Und dann machen die Bumme. Allerdings müsste da so ein Hündchen in der Nähe sein. Man kann da einfach die Ventile abschlagen. Und dann sprengen die sich nach kurzer Zeit. Dieses eine Hundeproblem hat sich dann wohl erledigt. Nur was sagt mir, dass es nicht noch mehr gibt? Hm.
Das hört sich schon wieder alles so komisch an. So, Lake Chemical Storage. What the? Chemical Storage. Chemical Storage. Von der anderen Seite verschlossen. Nein! Nein! Gott, bin ich blöd. Gott, bin ich blöd. Atze, schneller. So. What the fuck, echt? Hühnchen? Man könnte natürlich auch das so machen. Ah, da ist er. Also, Chemical Storage ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist schlecht. Zumindest soweit schlecht. So, hier mal rauf. Ah, da ist er. So, mal hier platzieren. Ah, er hat mich gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Yay. Fässer oder das Fass ist im Eck. Das heißt, es kann nichts passieren. Ach, ich hasse Hunde. Na, Hühnchenwurm, was machst du denn, hä? Was ist mit dir? Na? Ah. Da bist du ja. Bams. Darfst auch gleich wieder herkommen. Na, freilich. Schön wieder die Verstärkung rufen. Und die Kumpels. Hallo. Tot? Nervig. 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 So, das sollte jetzt dann aber der letzte Schlag sein, hoffe ich. Dann ist hier Ruhe. Nein! Oh, fuck it, echt. Das kann doch gar nicht sein. Was hält so ein blöder Köter aus? Spitzhacke. So. Das sollte ihm den Rest geben. Sehr gut! Okay, so. Kann weitergehen. Also, Chemical Storage ist zu. Hoffentlich kommt kein Hund. Ich
Ich schaue mir mal den Lageplan an. So, Section B. Okay, da kommen wir her. Chemical Storage ist zu. Ja, welche Chemical Storage? Da gibt es zwei Eingänge. Okay. Incinerator. Da könnten wir ja mal hinschauen, oder? Incinerator. Hier. Chemical Storage. Lake Utuqua. So, was haben wir hier? Section B. Nee. Da komme ich ja her, das will ich nicht. Incinerator. Aber die schmale Lücke wäre mir die Möglichkeit, sie mit dem richtigen Werkzeug aufzustemmen. Das habe ich mir notiert. Wir haben aber noch nichts mit, dass ich sie aufstemmen kann. Scheiße. Oder mal Chemical Storage. Eine von den beiden Türen muss ja aufgehen. Theoretisch. Praktisch. Chemical Storage. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Da liegt ein Hund. Umnommen. So, die Tür war dicht. Ja. Und dann gibt es ja nochmal eine Chemical Storage. Da hinten. Und zwar hier. Die ist offen. Okay. Gut zu wissen. So, schauen wir mal. Gucken wir mal. Ach du Nachricht, nee, ich weiß es. Ich weiß, was das jetzt für Aktionen sind. Ach du Scheiße. Da kommt jetzt so ein Würmchen hinter uns her und wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich irgendwie hier weiterkommen. Nein! Ach Gott, bin ich blöd. Das ist übrigens Säure. Nur so zur Info. Einmal sollte er das aushalten, mein lieber Philips. So, nein! Nein, 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 das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Wir kennen doch echt. So, nochmal probieren. Es ist alles gut, Philipp. Es ist alles gut. So. Wir drücken. So, ich war noch nicht vorbereitet, aber jetzt weiß ich wieder so ungefähr, wie das war. Nein. So. So, weiter. Diese blöde Spitzhacke. So, ich muss kurz mal was einwerfen. Hada. Ah, ich hätte rennen müssen, sonst geht's nicht. Scheiße, echt scheiße, fuck it. So. Das ist mir so ein Dorn im Auge, diese Scheiße. So. Also, 3. Und dann so. Und dann war das Ganze irgendwie so. Zack. Und dann sind wir gerettet. Mein Verstand kann sich die heldenhaften Leistungen kaum vorstellen, die du jetzt vollbringen musst, um den alten Red zu retten. Ich bin jetzt ganz nah und warte darauf, dass du die Mauern meines Verlieses sprengst und mich von der Mühsal des Irdischen befreist. Ist gut, Red, ist gut. Ja, wie man jetzt gesehen hat, hat uns so ein lustiges Würmchen verfolgt.
das meinte, es ist cool und so weiter. Und naja. Hat uns auf jeden Fall verfolgt. Man muss da einfach die Türen hinter sich zumachen, schnell über die Fässer drüber, einfach durch die. Schauen, dass man durch die Säure irgendwie durchkommt. Chemikalie. Einfach schauen, dass man irgendwie durch die Säure durchkommt. Möglichst nicht so oft reinhüpfen, aber das ist, war mir jetzt irgendwo vorhin auch mal egal. Und dann, was halt nervt, ist mit dem Hammer hier das Zeug kaputt machen zu müssen. Dann diese Holzbarrieren. Das ist nervig. Und, ja. Jetzt dann zum Schluss einfach den, auf den Balken einkloppen, dann stürzt das Ganze ein und das Würmchen kann uns mal gern haben. Und dann kann man mit dem Rädchen die Tür öffnen und kommt leicht hier rein und kann sich jetzt in der Chemical Storage umschauen. Gut. Ja, man soll jetzt hier irgendwie so Chemikalien sammeln. Geht nicht auf. Da liegt noch was. Ein Fläschchen. Da ist ein Erste-Hilfe-Kasten, in dem mal wieder nichts drin ist. Wer hätte das nur erwartet? Da ist noch was. Nichts weiter. Okay, die Schubladen haben wir durchgeschaut. Dann war hier eine Notiz. Magnesium, Calcium, Barium, Chlorid, Phosphor und Natrium. Bitte Alkohol durch Cellophan frisch erhalten. Speichern. Und da war noch was gestanden. Nehmen wir auch noch mit. So. Die sind... Das bin ich. Ich bin in diesen Behältern gleichzeitig da draußen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Sammel. Und es hat gerade geheißen, alle Chemikalien eingesammelt, oder? Alle 6 Chemikalien vollständig. So. Okay, wir gehen nochmal schnell rein. Das ist jetzt hier die andere Tür der Chemical Storage. Und es macht ja Sinn, dass die zu ist, sonst könnte man hier gleich von Anfang an rein. Jetzt überlege ich nur gerade, ob irgendwo noch eine Notiz war. Irgendwo was Wichtiges oder irgend sowas. Na gut, da sind noch Leuchtsignale drin. Chemical, alle 6 Chemikalien, na gut. Wenn es vollständig ist, ist es vollständig. Gut, ne, dann speichern wir und machen Schluss. Ich bin der AC105 und wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Penumbra im Halbschatten. Bis dann und ciao, ciao.